Jo, was geht? Euer Karus ist wieder back am Start mit Dragon Ball. Die Review kommt nun endlich sehr, sehr verspätet. Tut mir echt leid, Leute, aber ich hatte sehr viel um die Ohren. Halt dein Maul. Einfach dein Maul. Aber die Review kommt jetzt. Demnächst kommt ja auch nur noch die neuen Leaks zu Kapitel 100. Und da, Leute, soll wirklich was Grandioses angekündigt werden. Viele munkeln, dass es vielleicht ein neuer Arc sein könnte, irgendwas mit Black Freezer. Aber man könnte auch sagen, dass es gar nichts kommen wird, ja. Dass es vielleicht irgendwas anderes, vielleicht kommt sogar der Manga von Dragon Ball Daima, also diesen neuen Anime, der nächstes Jahr startet. Vielleicht wird der auch als Manga adaptiert, wissen wir alles noch nicht. Ja? Also der von der V-Jump, dieser Oshir, hat aber gesagt, dass was sehr Großes angekündigt wird. Also man soll sich warm anziehen, es ist mit was man noch nicht vorher gerechnet hat. Wir sind sehr gespannt, was darauf erwartet. Lange ist es nicht mehr und dann kommt das erstmal. Aber wir kommen jetzt erstmal zu der Review zu Kapitel 99, Son Gohans Ultimate Erwachen. Jo, kleine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr meinen Content auch so feiert wie ich, dann würde ich euch gerne bitten, hinterlasst doch ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen und jetzt geht's auch weiter mit dem Video. Ja, als erstes sehen wir natürlich Piccolo und Cell Max. Also das ist nach da, wo das letzte Kapitel aufgehört, ganz klar. Piccolo sagt zu Son Gohan, ey, du sollst zurückbleiben, sammle den Ki, lade den Ki, bleib im Fokus und so weiter. Das macht Son Gohan auch. Dann greift Piccolo auch an, versucht Cell Max Einheit zu gebieten. Sichtlich Schwierigkeiten. Warum er auch sein T-Shirt ausgezogen hat, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht der Dramatik halber oder so. Hilfert hat er so weggerissen, als er da reingeschoben hat. Wir sehen hier, dass Piccolo dann Cell Max in die Klauen hat und versucht, ihn irgendwie entgegenzusetzen. Doch Cell Max kann alles kontern. Er gibt Piccolo ordentlich eine Schelle, gibt ihn ordentlich Konter. Also Piccolo kann hier sehr wenig machen. Auch wenn er so groß ist, ist er trotzdem nicht stärker als Cell Max. Er ist halt nur genauso groß. Im Gegensatz zu den kleinen Leuten, weil er halt eine größere Größe hat. Dadurch ist er natürlich auch krafttechnisch ein bisschen größer oder stärker quasi. Oder auch schwerfälliger und auch viel mehr, sag ich mal, viel mehr Masse dahinter, aber im Großen und Ganzen ist er nicht stärker geworden dadurch. Muss man hier nochmal berücksichtigen. Jedenfalls sehen das die anderen. Piccolo, wie gesagt, wird aber ordentlich verdroschen. Er hat gar keine Chance. Er sagt aber weiterhin, als Son Gohan eingreifen will, bleib zurück, sammle dein Ki, fokus dein Ki und so weiter und so fort. Also er soll zurückbleiben, egal was passiert. Wir sehen dann noch weitere. Schlagabtausch mehr. Piccolo kriegt mehr aufs Maul als alles andere, aber er versucht halt irgendwie dagegen zu halten. Wir kennen ja Piccolo, er gibt halt selten auf. Er gibt immer alles im Kampf, egal wie aussichtlos diese Situation auch scheint. Ja, dann greifen noch die ganzen anderen verbliebenen Z-Kämpfer an. C18, Krillin und auch der dicke Gotenks. Ganz witzig eigentlich, dass die hier angreifen. Versuchen Cell Max irgendwie zu kontern, aber auch das kann Cell Max easy abwehren. Er kann sogar mit seinen Stumpen, den er auf der linken Seite noch hat, also wie gesagt, das hat ja Gamma 2 abgeschlagen, diesen Arm, kann er sogar noch C18 eine geben mit diesen Stumpen, sodass sie weggeschleudert wird. Aber dann kommt Gamma 1. Gamma 1 ist wieder zurück, er lädt seinen Schuss auf, aber bevor es Cell Max treffen kann, teleportiert er sich oder es sieht schon aus wie eine Teleportation, aber ist es wahrscheinlich nicht. Jedenfalls geht er hinter Gamma 1 und gibt ihm mit seiner dicken Keule eine aufs Maul, sodass er auch nach unten geschleudert. Alle Z-Kämpfer sind am Boden, Gamma 1 ist auch am Boden, nur Piccolo steht wieder auf und versucht halt weiter ihn aufzuhalten. Ja. Er versucht ja Gohan zu beschützen, damit Gohan sein Ki laden kann für den Angriff und so weiter. Piccolo fängt den Angriff von Cell Max auch ab, aber kriegt dann auch wieder oder fast eine mit der Keule, die auch Piccolo gerade so abwehren kann, weil Piccolo auch hier bemerkt, dass Cell Max langsam schwerfälliger wird. Wir sehen ja auch in diesem einen Bild, kann man es vielleicht ganz gut sehen, sehen wir, dass Cell Max die linke Seite halt so komplett weiß ist. Ne? Also die ist wahrscheinlich gar nicht mehr so agil, wie man es eigentlich davor kannte. Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, warum das da immer weiß wird. Vielleicht weil er ein Roboter ist oder ein Bio-Roboter. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da was Genaues weißt. Jedenfalls schnappt sich Piccolos Cell Max Keule und gibt ihm erstmal eine mit. Aber gleichzeitig kontert Cell Max wieder diesen Angriff mit einem Energieblaster aus dem Mund und semmelt Piccolos Arm ab. Richtig krass, würde man jetzt denken, aber wir kennen Piccolo. Piccolo kann natürlich Arme und alles nachwachsen lassen, also easy peasy, aber er ist natürlich erstmal gehandicapt gegen Cell Max. Als Son Gohan dieses dann sieht, versucht er einzugreifen oder möchte eingreifen, aber Piccolo schreit ihn nochmal an, er soll zurückbleiben. Alles, was er jetzt bis jetzt gemacht hat, wenn er jetzt eingreift, würde alles umsonst sein und er soll so lange zurückbleiben und sich fokussieren, bis die Zeit da ist, wo er halt eingreifen soll, egal was mit Piccolo passiert.
passiert. Ja, weiter geht's. Piccolo wird nach oben geschleudert und bekommt auch hier wieder ordentlich Drösche von Cell Max mit einigen Keyblastern. Versucht er hier Piccolo, ja, ich denke mal schon zu töten. Zongorn sieht es, es ist auch fassungslos. Dann lädt Cell Max eine Art, nenn es mal eher negative Genki-Dama oder sowas hin, was Omega Shenlong auch schon mal gebracht hat in Dragon Ball GT. Es war auch so eine schwarze Kugel oder Baby-Vegeta. Stimmt, Baby-Vegeta hat so eine Kugel auch schon gebracht. Da hieß es dann Revenge Death Ball von Baby-Vegeta. Stufe 2 war er da. Ja, er versucht damit Piccolo zu treffen, aber wir sehen dann auch noch, dass Gamma 1 nicht am Boden ist, denn Gamma 1 wird sich vor Piccolo stürzen und diesen Aufprall oder diese Attacke abfangen. Ob sie tot sind, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zongorn sieht es und er rastet vollkommen aus. Also es ist die gleiche Szene und man hat auch viele Vergleiche schon gemacht mit der Erweckung des Super Saiyan 2. Es ist genau identisch mit diesen Abläufen, aber so wie viele meinen, einfach nur kopiert und nachgemacht, glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass Toyotaro hier eine kleine Hommage und diese Dramatik und diese geile Erweckung des Super Saiyan 2 hier nochmal honorieren wollte und nochmal hier reinbringen wollte und deshalb genau diese gleichen Panels verwendet hat für diese Ultimate oder für diese Beast-Erweckung, die wir dann auch hier nochmal in voller Pracht sehen. Es gibt aber hier einen kleinen Unterschied und zwar glaube ich, dass es im Film nicht so war, denn im Film war es glaube ich so, dass Piccolo auf die Hand von Cell Max runtergeschleudert wird und dann denkt Zongorn, dass Piccolo tot ist und dann rastet er glaube ich aus. Hier ist es ein bisschen anders gemacht, glaube ich zumindest, aber ihr könnt mich gerne mal korrigieren, wenn es doch anders war oder wenn es doch so im Film war. Aber ich möchte meinen, dass es nicht so im Film war. Und zwar sehen wir hier endlich in voller Pracht Zongorn Beastform, wie sie genannt wurde. Richtig geil. Also sieht schon echt episch aus. Auch im Manga sieht es echt mega geil aus. Natürlich sah es im Film ein bisschen krasser aus durch die ganzen Effekte und so. Aber im Manga sieht es auch mega, mega geil aus. Ja, Cell Max versucht dann Zongorn zu attackieren, aber wir sehen, ja, die Faust prallt einfach ab. Also dieser Powerboost, den Gohan hier in dieser Form bekommen hat, ist übermensch, überkrass. Also Cell Max kann ja gar nichts mehr machen, ne? Er kriegt auch von Cell Max eine rein. Er sagt auch hier nochmal, und das ist wieder vielleicht ein bisschen überheblich von Zongorn. Er sagt hier, wenn das alles ist, was du nur tun kannst, dann geh weg von mir. Und dann gibt er ihm einen Kick in die Magenkuhle und schleudert ihn zurück. Piccolo fällt währenddessen auch auf den Boden. Und wir sehen, dass Gamma 1 ein Schutzschild vor Piccolos Körper gemacht hat, so dass beide unversehrt bleiben. Also schon haben sie Schaden bekommen ein bisschen, aber sie sind nicht draufgegangen. Ja, sie leben alle beide noch durch dieses Schutzschild. Was richtig krass ist. Gamma 1 und Gamma 2 haben sich im Laufe dieses, ich sage mal, im Laufe dieses Films sehr gewandelt. Und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, als es den Film noch nicht gab, habe ich gesagt, dass die Leute, also diese beiden, eigentlich auf dem falschen Weg geführt wurden. Sie wollten eigentlich Gutes machen und haben auch gedacht, dass sie immer Gutes machen, weil die anderen böse sind. Aber sie haben im Laufe der Sachen gelernt, dass es doch andersrum ist, dass sie eigentlich die Bösen waren. Und jetzt machen sie wirklich alles, um die Leute auch zu beschützen und mitzukämpfen. Das finde ich richtig klasse von den beiden. Hoffentlich sehen wir von denen oder von ihm nur noch ein bisschen mehr. Gamma 2 hat sich ja, wie gesagt, davor geopfert, um Cell Max Arm abzuschneiden oder abzudröschen. Na, jedenfalls versucht dann Cell Max in die Luft zu gehen und versucht nochmal eine größere Kugel zu schleudern auf Zongorn, um ihm halt platt zu machen. Wir sehen auch nochmal diesen Vergleich mit dem Himmel und so, habe ich hier zwar jetzt nicht reingenommen, könnt ihr aber gerne im Manga mal anschauen, sieht richtig geil aus. Na, jedenfalls kommt dann Piccolo zurück mit seiner Schlangenarmtechnik, klingelt er sich um Cell Max und versucht ihn auf dem Boden zu halten, was sehr geil ist, aber Cell Max versucht hier mit seinen Flügeln, was er natürlich kann, wegzufliegen. Zongorn währenddessen lädt die Teufelsspirale auf, um ihn zu besiegen und zu finishen. Piccolo versucht alles, um ihn aufzuhalten, kann aber nicht viel machen, denn er wird mit hochgezogen von diesen Kraft der Flüge. Wird er mit hochgezogen? Keine Sorge, Leute. Gamma 1 ist wieder mit am Start, schießt ihm den einen Flügel ab. Krillin kommt auch noch, kratzt aber nur den zweiten Flügel an. Das liegt daran, das habe ich ja in den Leaks auch schon mal kurz erwähnt, das liegt einfach daran, dass seine Destruction Disc nur Leute zernetzen kann, die halt vom Ki her schwächer sind als er. Ja, umso stärker das Ki von dem Gegner ist, umso wirkungsloser wird dieser halt. Und da Cell Max natürlich Ki-mäßig und ja, mehr Power hat als Krillin, kann er ihn nicht einfach durchschnitzen. Na, jedenfalls kratzt er es an, sehen wir auch hier. Und dann kommt C18 im Double-Team-Modus und ballert den letzten Flügel ab. So kann sich Cell Max nicht mehr in die Lüfte heben, weil seine Flügel alle abgeschossen sind. Er steht dann nur noch in die Luft und ist bereit
für die Teufelsspirale. Und damit endet das Kapitel. Wir sehen dann in Kapitel 100 wahrscheinlich den Endkampf, oder was heißt der Endkampf, aber der Endmove, ne? Also die Teufelsspirale, die dann auf Zenmax abgefeuert wird und diesen inneren Kern zerstört. Aber das werden wir dann alles sehen. Und dann hoffe ich, dass irgendwas Neues angekündigt wird. Wir müssen abwarten, Leute. Es ist nicht mehr so lang, vielleicht noch 12 Tage. Und dann sollte es eigentlich soweit sein. Das war es erstmal mit dem Kapitel. Wenn irgendwas ist, gerne Anregung in die Kommentare. Wenn ich irgendwas vergessen habe, in die Kommentare. Wenn ich irgendwas Blödsinn erzählt habe, alles in die Kommentare, wie immer. Und dann können wir gerne nochmal drüber sprechen. Das war es erstmal von der Review zum Kapitel 99. Ich bin erstmal raus und ciao.